Moin Leute, ich bin Toffert. Tja, wir haben die zweite Juliwoche jetzt schon und ich hatte heute ein bisschen Zeit, heute Mittag, und bin mit meiner Hündin wieder raus zu dem See, wo wir letztens auch schon waren, wo wir die Aufnahmen gemacht haben mit der GoPro 3. Heute ist es schweinewarm. Ich habe hier so ein kleines Schrägdach aufgebaut aus so einer Mehrzweckplane, weil hier ist kein Baum, wo man sich mal drunter verstecken kann, Schatten suchen kann. Gerade für Emi, die ich ja auch mit habe, ist es natürlich ein bisschen wichtig, weil sie das schwarze Fell hat. Ja, wir waren schon baden. Ich habe euch ja jetzt schon einige Bilder gezeigt von den Fischen. Ich hoffe mal, die sind was geworden. Ich kann es ja jetzt noch nicht wissen. Ja, und mir war so ein bisschen langweilig und zufälligerweise, ich bin hier so ein bisschen am Ufer lang gegangen und da habe ich Sehne gefunden von einer Angelschnur. Und ich dachte ja, welcher Idiot schmeißt hier erstmal die Sehne weg und was kann ich damit jetzt noch anfangen? Und da hatte ich so eine kleine Idee. Ich habe einfach ein Stück Holz genommen, das lag hier auch rum. Habe hier einen Stein dran gemacht und genau hier vorne, ich zeige euch das mal. Da sieht man, da vorne ist so ein... Ah, du willst irgendwie mit mir kämpfen. Irgendwie will mit mir kämpfen. Da vorne ist so ein Einweggrill. Und von diesem Einweggrill habe ich... Geh mal runter. Habe ich einfach was von dem Draht genommen. Und so zurechtgebogen, dass man einen Wurm, eine Made, was auch immer reinnehmen kann. Und das Zeug ist so spitz, dass es super als Widerhaken funktioniert. Ich zeige euch das nochmal. So. Also, das müsste sehr gut funktionieren und in einer Survival-Situation macht ihr einfach den Holzstamm einfach aus Wasser rauf. Hier habt ihr den entsprechenden, das entsprechende Blei sozusagen da und weiter unten halt der Haken. Ihr könnt das natürlich auch so machen, wenn ihr genug Schnur habt, dass ihr das umwickeln könnt, dass es weiter runter geht. Ja, und je nachdem wie groß das Holzstück ist, habe ich hier einfach eine Kerbe reingemacht, damit es auch richtig gut hält und nicht irgendwie wieder abgeht. Kleine Spielerei. Das baue ich nachher gleich wieder auseinander, nehme die Sehne mit, den Einweggrill auch, damit hier nicht so viel Müll rumliegt. Da es sind mittlerweile bestimmt 27, vielleicht auch 28. Für mich fühlt sich an, als wären schon 30 Grad. Mein Hund schwitzt. Hier ist überall genug Schatten. Aber sie muss natürlich in der Sonne. Ist klar. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Hunger und habe was Essbares gesucht. Da war halt wie so ein bisschen Schilf gefunden. Vom Schilf kann man das Innere essen. Einfach die äußeren Blätter alle entfernen, dann hier so lang drücken, wo nachher so ein kleiner Knick aufhört. Da einfach abschneiden. Unten schneide ich auch immer ab. Und dann noch ein bisschen freipulen. Ah, ich habe jetzt genau eingeschnitten. Ah. Was in der Mitte ist, ist ganz weich. Wenn es im Frühjahr ist oder eine junge Pflanze, schmeckt sie auch leicht süß. Könnt ihr super essen. Jetzt schmeckt sie so ein bisschen wie geschmackloser Lauch, Frühlingszwiebeln. So könnt ihr euch das vorstellen. Auf jeden Fall essbar.
So, bitte mal alle in eine Reihe aufstellen. Bitte alle in einer Reihe. Ja. Ja, das klappt doch schon sehr gut. Danke. Die hinteren auch noch ein bisschen nach vorne, bitte. Die hinteren. Ja, du da hinten. Bist vielleicht die Größte, aber... genau, einmal von mir links hin. Ah, es klappt fast. Ja. Ja, schöne Tiere. Schöne Tiere mal. Ah, jetzt hat sie es auch endlich. Jawohl, sehr gut, danke. Na gut, ein schwarzes Schaf ist da hinten immer noch. Naja. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, heute ist es doch ganz schön warm, kann man sagen. Ja, also bevor ich mir hier die Platte verbrenne, habe ich mir lieber meinen alten Hut aufgesetzt, weil wir ohne Haarträger, wollen wir mal sagen, da passiert es natürlich sehr schnell, dass wir mal schnell in Sonnenbrand kommen, das muss ja nicht sein. Ja, Emi und ich gehen jetzt erstmal wieder in den Wald rein, ein bisschen abkühlen hier und wenn wir noch was Schönes finden, zeigen wir euch das natürlich. Also, bis gleich. Ja, eben die ganze Zeit kam so ein richtig schön laues Lüftchen und ich dachte mir, wonach riecht das hier die ganze Zeit? So süßlich, kennst du irgendwo her? Und was sehe ich hier? Einmal wieder Holunder. Ist er nicht schön? Oh, herrlich, wie das riecht. Und ich habe immer noch nicht geschafft, mir Holunderblütensirup zu machen. Nun wird es langsam Zeit. So Leute, jetzt sagt mir mal, was ist das? Mitten im Wald. Es ist kein Deckel, sondern eher so eine Art Belüftung. Hier war früher militärisches Gebiet. Und ich sehe das Ding heute zum ersten Mal, obwohl ich sehr, sehr oft hier bin. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich noch irgendwo anders was. Nun wird es doch noch spannend. Hier auch wieder genau das gleiche. Auch wieder so eine Belüftung. Und man kriegt es nicht angehoben. Ich habe es versucht. Ja, wer weiß, was da jetzt wieder drin war. Also ich komme die Tage auf jeden Fall nochmal irgendwie hierher, wenn es abends ein bisschen kühler geworden ist. Weil hier scheint die ganze Zeit die Sonne so doll rauf, das hält man sonst nicht aus. Ja, wer weiß, was da drin ist. Das Bernsteinzimmer. Wer weiß es. Das Nazi-Gold, wer weiß es. Ich find's raus. Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Euer Toffer. Haut rein, macht's gut. Tschüss.